Scheiße in der Stadt. Was macht die Stadt? Hat eine Currywurst. Abends nach der Schicht, was schönere Tier wird nicht als wie Currywurst. Wenn Sie wissen, was ich meine. Mit Pommes dabei, meine Jensen gleich zwei. Zweimal Currywurst, bitte. Bist du richtig down, brauchst du was zu kauen, ne Currywurst. Was? Jungens, kommt damit, ich krieg Appetit auf Currywurst, ja? Currywurst! Ich brauch was im Bauch für die Jungens hier auch. Noch ne Currywurst. Ist das schön, wie wir zwei hier stehen mit Currywurst. Currywurst! Ja. Sag jetzt, was du willst. Trinkst du auch einen Pilz zur Currywurst? Currywurst! Geh, scharf ist die Wurst. Aber das gibt durch die Currywurst. Also, die kriegen jetzt alle eine Doppelbrot-Weiß und meine nehme ich solo. Wird dir ganz schön flau von der Currywurst. Currywurst. Rutscht das Ding dir aus, gehst du dann nach Haus mit Currywurst. Currywurst. Auf dem Hemd, auf der Jacke, Mann, was ist das, ne? Alles voll Currywurst. Rolo, jetzt guck dir das mal an. Die roten Flecken kriegst du doch nie wieder raus. Aus dem Hemd, aus der Jacke, Mann, was ist das, ne? Alles voll Currywurst! Ah. Alex, guck mal, alles eingesaut, vom Schlips bis zu den Schuhspitzen. Was lachst du denn so dämlich? Sowas bin ich so komisch, ne? Ja, aber wie dir neulich beim Chinesen der Tofu vom Chef... Halt doch mal die Schnauze! Wie dir neulich beim Chinesen der Tofu vom Chef in die Sprung ist, da doch keiner was sagen, ne? Ja, bist doch... Ja, halt die Klappe! Dann wird der Typ nach meinem Geschmack, aber wie mir... Übel, übel wie mir da. Alex, übel, wirklich, geh nach Hause. Currywurst, Albon. Gestatten, meine Damen und Herren, Herr Grubs bei uns zu Gast in der Comedy-Parade. Herr Grubs, plötzlich sind Sie da. Es ja. Weiß kaum was jemand über Sie. Wo kommen Sie eigentlich genau her? Ich persönlich komme aus Mettmann. Aus Mettmann, ja. Und wir haben Sie angefreundet mit der Berliner Currywurst. Die schmeckt Ihnen, das ist die beste, sagt man. Ja, nee, die beste, also ich persönlich sage, die beste Currywurst gibt es bei Dönninghaus auf der Kortumstraße. Die beste Soße gibt es allerdings am Kudamm 195 in Berlin. Das damit haben Sie uns wieder auch versöhnt, ja. Das ist auch gut so. Ja, nee, Sie können ja, also mal, das ja, ist ja genau geschickt so, ja. Ausgedrückt von ihm. Ich habe ja gehört, Sie sind auch der absolute Knaller momentan auf allen Geburtstagsfeten und goldenen Hochzeitsfeiern und so. Sicher, ja. Sie rein ja, natürlich, ich habe schon mehrere Säle leer gesungen. Ja, ja. So, und da kann man sie ja dann vielleicht auch noch buchen. Wie sieht's aus? Sie kennen ihn aber. Sie wen? Haben also diesen berühmten Herrn Krebs, der kommt irgendwie aus der Nähe von Ihnen. Stimmt, den kennen Sie. Mit dem haben Sie was zu tun, ja, oder? Ja, sicher, den kenne ich, aber ja. Der Mann ist im Moment im Stress. Wieso? Der rennt von Fernsehsendung zu Fernsehsendung und sagt, dass am Montag mein neues Album ach, rauskommt. Ach was, nein, nicht auch noch. Das ist also fürchterlich. Sie mit der Pommes gab, ich ja, verstehe das schon. Ich danke Ihnen, Herr Krubs. Dankeschön, Peter Alexander Krubs. Sie machen